Nur ein Teil einer Stehtribüne im Botanischen Garten ist noch stummer Zeuge der Vergangenheit. Haas zieht ab, setzt am Ulsas ein, der trotz Behinderung zum 2:0 einschießt. Schuld war Ulsas. Ich habe mir es eben angeguckt. Ein Film, der sofort Gänsehaut bei mir erzeugt hat. Und das sagt alles über diesen Film. Ja, den Film fand ich klasse. War eine schöne Erinnerung an die gute alte Zeit in Braunschweig, als der SC Loi in der zweiten Liga war, damals in der Regionalliga Nord. Und um ein Haar hätte es ja geklappt mit dem Duell gegen die Braunschweiger Eintracht, und zwar um Punkte. Aber Eintracht ist abgestiegen und zeitgleich leider Gottes auch der SC Loi. Und so hat es dann eben keine Punktspiele gegeben. War aber eine dolle Zeit, war immer voll bei Loi. Bei Eintracht war es dann auch wieder ganz gut. Schöne Erinnerung, weiter so. Der Film hat uns allen, glaube ich, sehr gut gefallen. Und es ist immer wieder schön, wenn man so alte Fußballerinnerungen auffrischt. Also ganz toll. Weiter so, Jungs. Ja, das ist ein schöner Film, weil diese alten Herrschaften nochmal zu sehen, wie die heute noch zusammen Zeit verbringen, was die damals wohl erlebt haben müssen. Und dann natürlich diese schöne Geschichte, dass da auf dem Grand gespielt wurde und die Mannschaft sich in die Hosen geschissen haben, wenn sie kamen. Klasse Ding. Super gelungen. Schön gemacht. Danke. Ich freue mich sehr darüber, dass der Film so gut geworden ist und so authentische Statements eingefangen werden konnten. Das macht es sehr ergreifend für Leute, die aus dieser Region kommen und ebenso dieses Gefühl der frühen 70er kannten, als im Eintrachtstadion noch Jägermeister in kleinen Wurfgeschossen verkauft wurde und niemand auf die Idee kam, überhaupt so eine von den kleinen Flaschen aufs Feld zu werfen. Es war noch eine andere Zeit ohne Wände und Zaun. Man stand da, obwohl man rivalisiert hatte, wurde auf den flachen Stufen auf das Spielfeld geguckt und das war heilig. Und das vermisse ich in heutiger Zeit und das ist eine Erinnerung, die mir dabei kommt. Das Sehen war einfach noch was anderes. Es war ein Rana-Sport. Ja, ich finde, es ist ein schöner Film zur Braunschweiger Fußballgeschichte. Kann man sich gut angucken, schöne Atmosphäre und zeigt ein bisschen was von früher. Und ich denke, den sollte man sich unbedingt anschauen. Und wer den noch nicht hat, sollte ihn unbedingt kaufen. Danke.